Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren muy saftigen Episode Let's Play Sons of the Forest. Yo, unsere Base ist weiter im Aufbau. Gewächshaus war, glaube ich, soweit fertig. Die letzte Aufnahmesession ist ein bisschen lange her. Wir haben noch einen Flughafen gebaut. Geflogen ist Little Meh auch mittlerweile mal. Macht auch Laune, ja? Macht auch Laune. Aber wie es weitergeht, nach dem Intro. Viel Spaß. Get up, down, the bass is down. Und da sind wir back in Business. Hallo Frau, was geht ab? Hallo. Hallo. Und der Winter scheint immer noch da zu sein. Und es nervt. Es nervt richtig. Okay. So, mein Charakter hat Hunger. Ah, der Bug ist immer noch da, ne? Okay. Mit den Fahrgestell-Dingern. Ja, ich weiß, was du meinst. So, es gibt ein paar Neuerungen. A, es gibt neue Fallen. Und es gibt einen neuen Gegner. Genau. Du kannst ja mal langsam hier Sachen einpflanzen. Ah, nee, hattest du, glaube ich, schon. Ne? Hab ich schon. Hattest du schon. Ja, ich bin gar nicht mehr so auf dem... Hey, du siehst es doch hier. Du kannst es doch schon ernten. Ich kann bei mir nichts ernten. Bei mir ist ein weißes Häufchen da. Lol, bei mir sind kompletten Pflanzen schon ausgewachsen. Gigi, deswegen sein Urgroßvater. So, da oben ist unsere Startbahn. Und hier haben wir ja unseren Glider. Okay, was haben wir denn an Holz? Zu wenig. Wollen wir Kevin mal den Auftrag geben, dass er Holz holt? Ja, können wir machen. Oder, nein. Wenn du willst, kannst du die eine Änderung testen. Dafür brauchen wir... Kevin! Er hat jetzt übrigens sein Seepferdchen. Laut Patchnotes kann der Typ jetzt schwimmen. Hol Stöcke und füll deine Behälter mal auf. Und es wäre schön, wenn es schnell geht. Weil es gibt nämlich jetzt einen sogenannten Elektrozaun. Ja, das heißt, man baut einen ganz normalen Zaun, so wie ich ihn da oben habe, auf dem Türmchen. Zwirbelt dort Draht drumherum und kombiniert das Ding mit einer Energiequelle. Also sprich mit einem Solarpanel. Und dann hast du so... Ja. Soll ich jetzt eigentlich schon die Sachen ernten? Ja, kannst ja neu einpflanzen. Dann. Ja. So, ich mach mir erstmal. Ach, ich kann gar keine Schaflamme mehr nehmen. Ich mach einen Nom-Nom. Ah, das ist jetzt dumm. Ich brauch echt Nom-Nom. Perfekt. Nom-Nom-Nom-Nom-Nom. Nom-Nom, gut, diese. Dass du das jetzt nicht siehst, ne? Das ist, keine Ahnung. Ist so. Okay, das ist voll. So, mein Essen steht auf dem Herd. Kevin bringt eiskalt wirklich Stöcker mit rum. Stöcke? Ja, Stock. Ach, wir haben Besuch. Hi. Komm doch. Was geht? Nein. Nicht cheaten. Wie sich der Fensterkopf die Fresse gepackt hat. Was macht denn der da? Ist er durchgeknallt? Ja.
Ihr seid aber nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, oder? Hä? Ich muss gerade mal gucken. Ah, da. Komm doch. Süß, Hasipupsi. Na, komm her. Nee, 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 Freundchen. Komm her. Der hat Angst. So. Ah, ist das geil, mit dem Samurai hier durch die Gegend zu jieten, ne? Ach, bist du unterwegs, oder was? Ja, ich hab, nee, ich hab unsere Gäste mal ein bisschen begrüßt. Bearbeitet. Willst du mal kurz herkommen? Siehst du das hier unter der Pflanzenkiste? Ja. Okay, kannst du es aufheben? Weil ich bin voll. Weniger saufen. Oh. Weniger. Dein Ernst? Und die anderen Sachen hier hinten siehst du nicht mehr, oder was? Nein. Dass die fertig sind. Bei mir ist einfach nur ein weißes Häufchen. Weil Schnee. Keine Ahnung. Okay. Hab ich doch gesagt. Mystisch. Bei dem und bei dem habe ich das E. Hier habe ich auch die E's. E. 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 Hier muss irgendwas sein, weil... Weiße Häufchen. Hä, ist halt... Ach so, ja, weil... Okay, da, wo du eh siehst und diese Blätter wahrscheinlich, die habe ich schon alle wieder rausgenommen. Ja, weil eben. Ich habe jetzt schon was gemacht und so weiter. Irgendwie sind hier noch insgesamt dann wohl 5 Pflanzen oder so. Keine Ahnung. 1, 2, 3... 4 Stück. 4. Ja. Was hier? Nix. Hier ist aber auch ein Häufchen. Hier. Bei mir nicht. Oh, super. Bei mir kann ich da was einpflanzen. Ja, dann pflanzt da was ein. Egal. So. Gut. Hat Kevin jetzt mal ein paar Stock rangeholt. Kevin stellt sich schon wieder doof an. Der mag keine Brücken, habe ich den Eindruck. Dann schwimm. Nee. Du kannst schwimmen, Kevin. Okay, ich muss aber dringend jetzt meinen Charakter hier mal ernähren. Nam nam. Solltest du vielleicht auch machen, hast du nämlich auch noch nicht gemacht. Ich habe so ein Essenspack gegessen. Ach so. Ja, gut genommen, ist doch schon halb gewonnen hier. So. Alles klar. Dann haben wir ein paar neue Fallen und einen neuen Gegner. Und dadurch, dass diese Schakos von dort angegriffen haben, würde ich fast sagen, platzieren wir die hier auch gleich. Ein Elektrozaun, Alter. Ist schon krass einfach, was man hier so für Möglichkeiten hat. Mhm, das stimmt. Ach so, eine Sache wollte ich testen. Die haben ein bisschen was auch an dem Auto gemacht. Okay. Man kann sich da... Ich weiß nur nicht, ob man auch... Nee, kann man nicht. Also ich kann immer noch nicht als Fahrer das GPS aufmachen. Ah, das müssten sie vielleicht nochmal machen. Ja. Es wäre schon sinnvoll, wenn man weiß, wo man hinfährt.
Ja, Beere schon saftig irgendwie. So, B. Man kann nämlich fallen. Genau. Die Hookie-Pookie-Falle ist eine neue Falle. Hookie-Pookie. Ja, so heißt sie. Und die hätte ich auch ganz gerne. Die sieht schon ganz geil aus. Die kommen immer so von hier. Ich drehe mir das gleich noch zurecht. Ah, es muss so rum sein. Okay, ich verstehe. Die Hookie-Pookie-Falle. So in etwa. Dann kommt da Stein rein und Stock und so. Was ist los, Frau? Boah, die ist aber schon ordentlich groß. Schon, ja. Tumorholzstimme. Ja, same. Wir brauchen ja 6 Stück. Die Hookie-Pookie-Falle. Im Gewächshaus liegen 2 Baumstämme, da musst du nicht hochlaufen. Danke. Gut mitgedacht. Oh, muss da Seil rein und Stein. Stock. Fertig. So, wenn der Gegner da reinläuft, dann schwingt diese Scheiße hier hin und her und fickt die Gegner in den Arsch. Und das ausprobieren? Wir haben keinen Gegner da. Was? Ich glaube nicht, dass... Gegner oder was? Das wäre ganz gut. Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir uns selber wegäumeln sollen. Das wäre schon doof, wenn wir uns selber wegäumeln. Aber wo ist dieser Triggerpunkt? Weiß ich müssen nicht. Müssen die gegen diese Pfeildinger ballern? Doch, keine Ahnung. Oh. Wow. Steht da irgendwas dran? Nee. Ja, die muss halt ausgelöst werden von denen. Jetzt ist halt nur... Dein Internet, ich höre dich nicht, 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 ich höre dich nicht. Überhaupt. Du kriegst auch nichts mit, ne? Wenn ich zu dir 1000 Mal jetzt sage, ich höre dich nicht, dann musst du schon einen Satz neu anfangen. Ja, weil ich dich doch auch nicht gehört habe. Du hast aber eben gerade noch weiter gequatscht. Ja, weil ich nicht gehört habe, dass du mich nicht hörst. Wir sollten diese Falle vielleicht überall dort aufbauen, wo wir aktuell eine Schwachstelle haben. Sprich an den Steinen. Mhm. Das ist halt wirklich eine Schwachstelle. Also an dem großen Stein da hinten auf jeden Fall. Zum Beispiel, ja. Weil die hüpfen ja mal ganz gern darüber, ne? Ja. Das wäre, glaube ich, der hier war das immer. Ja, genau. Dann stellen wir hier so 2 Dinger davon auf. Mal gucken, wo das ist. Unterfallen, Hookie-Pookie, Hookie-Pookie, Hookie-Pookie. Dann drehen wir uns das mal. Nein, das ist ja 2, ne? Ja. Yeah. 2 davon. Wäre optimal. Vielleicht reicht auch eine, also keine Ahnung. Meinst du, eine reicht? Das weiß ich nicht. Eine hier so, weißt du? Ja. Aber ich würde vielleicht noch eine hier hinballern, so schräg. Ja, dann können wir auch 3 hinstellen. Dann sieht's besser aus. Dann sieht's besser aus. Okay, dann mache ich jetzt hier eine hin.
Wo ist denn meine Kettensäge, Alter? Oh, ich sehe halt nichts wegen dem Schnee, ne? Das ist richtig. Richtig widerlich. Boah, das ist so richtig ekelhaft mit dem Kackschnee. So. Weiß es nicht. Einfach nur mehr Fallen bauen, Fallen bauen, Fallen bauen. Als ob unsere Mauer nicht schon gut OP ist, ne? Nein, gar nicht. Ich weiß nicht, ist es so okay? Weiß ich nicht. Also ich hätte die eher ein bisschen anders gesetzt, sag ich ganz ehrlich. Ja, okay, dann setzt du die mal vielleicht. Du hast jetzt, glaube ich, eine bessere Ahnung, wie was funktioniert. Ich weiß, ja, ich habe es nur aus dem kleinen Infovideo. Das heißt nicht, dass ich jetzt der Oberpro bin. Ist aber nicht so einfach gerade. Ich hole mal Steine. Ich hätte es so gemacht, dass die mehr oder weniger so fast nebeneinander stehen. Ah, ja, okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so besser ist, ob das Sinn ergibt. Ich könnte mir aber vorstellen, doch, schon, oder? Ja. Okay. Sieht schon gut aus. So, jetzt Steine holen. Einfach mal zusätzliche Fallen bauen. Ja, moin. So, damit sie von der Seite nicht auch auf die Idee kommen. Bauen uns hier volle Fort Knox, Alter. Mhm. Kann ich Steine eigentlich so rüberschmeißen zu dir? Bei Schnee. Oder was? Nee, mach ich lieber nicht. Also könntest du, glaube ich, schon, aber... Ja, nee. So. Ich stehe kurz nochmal so ein Bäumchen hier hin. Mhm. Kettensäge ist aber so nice. Ja, vor allem richtig OP. Exzellent für solche Arbeiten. Okay, Baumstämme brauchen wir keine mehr. Dann schicken wir die jetzt. Ah, schade, man kann die nicht oben an die Seilbahn werfen. Das wäre geil gewesen. Einfach so zack dran werfen, fertig. Weil dann hätte ich die gleich eingelagert. Nice. Wem hat das mir noch angezeigt, Mann? Heat, heat. Ich hoffe, Kevin ist fleißig und bringt gerade weiter Steine ran. Jetzt bin ich ein bisschen bockig. Steine? Ich dachte, Stock meine ich ja. Sorry. Alles gut.
Sorry. Ja, es sind schon wieder ein paar da. Ich muss mir jetzt aber auch welche nehmen, sonst werden die Fallen nicht fertig. Ach, ich kann noch ein Stück nehmen. Wie OP wollen wir eigentlich unsere Verteidigung bauen? Wir so... Yo. Ja, hallo? Wenn schon, denn schon dann richtig. Weil das nächste Projekt bei mir, was bei mir auf jeden Fall auf dem Zettel steht, ist die Innenmauer, ne? Die Palisade. Hm. Damit das dann auch mal so ein bisschen Sinn ergibt. Es wird auch noch knackig, du. Es wird richtig knackig, ja. Vor allem, weil ich dann immer vom Turm zu Turm die Abstände messen muss. Und gucken muss, dass es passt. Weil da oben soll ja dann auch, wie drüben auf der anderen Seite, eine Brücke sein, ne? Ist ja Logo. So wie ich das gehört. Zwei Fallen sind fertig. Ich brauche noch ein bisschen Stein und Stock. Und dann... Gina, willst du zu mir? Dankeschön für das Aloe Vera. Das müsste reichen. Auf jeden Fall ist das ja eine der Schwachstellen gewesen. Hau. Mein Gott, jetzt muss ich Heilung nehmen. Ernsthaft? Weil ich so oft gegen diese Palisade renne. Hm. Oder Spike Wall, also. Also, ich habe eine Idee. Haben wir noch im Inventory? Habe ich, okay. Ich habe so eine geile Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich... Ich eier mal eben los. Mhm. Warte mal, aber ich muss mal Heilung rein. Hast du noch Stöcke in deinem Inventory? Negativ. Ach, kack, okay. Aber Kevin läuft da gerade rum mit Stock. Okay, ja, ja, mit einem gut, Stock. Nee, der hat mehrere. Tu es mir einen Gefallen. Hier hinten, ne? Auf der Seite müssen dann auch nochmal welche hin. Bei dem Stein. Ja, ja, hier auf jeden Fall. Der hüpft immer hier rüber. So hat es eine Fettsack bis vor unsere Haustür geschafft. Ah, okay. Ja. Ah, jetzt fällt es mir auch wieder ein. In der einen Nacht. Warte mal, wie spät haben wir es denn? Oh, will mich aber ranhalten. In der einen Nacht, sind Gegner hier rüber gesprungen. Mhm. Und die haben uns dann besucht. Ich meine, sobald die Palisade steht, hat sich das eh erledigt. Oh, geil, Gegner. Komm mal her. Komm mal her, Hansi-Pupsi. Komm schon. Komm schon. Komm schon, bitte. Da ja. Honky Donky, komm her. Komm her, du Ficker. Komm, du willst doch auch. In meine Richtung. Was, was, was ist? Komm her. Komm. Hol dir das Entchen. Knock, 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 knock. Nein, 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 nein. Du hast ein Aggressionsproblem. Nicht gegen die Palisade. Dass die Palisade funktioniert, bist du bei dem Mongo. Ey, ist der dumm. Ich passe die. Ich bin. Ja, warum läuft der nicht in die andere Falle? Der Ficker. Ich bin unzufrieden mit der Qualität der Gegner, okay? So, scheiße. Jetzt muss ich aber mal gucken. Wo das war. Da. Fuck. Guck da lang. Okay. Bin gleich wieder da. Jojo. Es war natürlich jetzt, bisschen risky, noch loszurennen, obwohl 23 Minuten Aufnahmezeit. 6 Minuten hin und her sollte ich schaffen, ja. Hoffentlich. Oh, ich bin fast draufgegangen. In der Spike Wall. Kochmedizin. Die Spike Wall ist echt gut. Also, die ist wirklich okay. Ich renn zweimal dagegen und bin schon halb tot irgendwie. Das ist ein bisschen sehr weit, ne? Also, wenn jetzt hier Arschis sind oder so, dann sage ich Bescheid. Es ist vielleicht dann doch ein bisschen sehr weit. Der näher dann. Bisschen. Ich suche nämlich gerade was Spezielles. Aber warte mal.
Schildkröten, die großen Schildkröten, gab's, wo gab's die nochmal? Die gab's unten am Wasser. Ja, an welchem? Wir sind auf einer Insel, mein Schatz. Die, wo Gott, die Höhlen waren, wo wir drin waren, oder die andere Bucht? Also nicht da, wo wir abgestürzt sind. Okay. Wahrscheinlich bist du genau an dem gleichen, sondern da, wo dieser große Fluss ist. Also theoretisch in der Nähe unserer Streaming-Base, wo wir dann zum Wasser gegangen sind? Genau. Mhm. Scheiße. Ich hab's befürchtet, dass das was. Egal. Also du rennst, glaube ich, genau richtig. Ja, okay. Da, wo der Hai war, gab's auch Schildkröten. Okay. Und es war ja in die Richtung. Mhm. Alles klar. Gut. Dann brauche ich jetzt noch weiter fallen. Keine Kondition mehr. Ja, das hier war unsere Streaming-Insel hier. Genau hier. Ist komisch, das alles hier wieder zu sehen, halt nur mit Bäumen. Ja. Die waren aus Grund XYZ einfach nicht mehr da. Die waren weg. Okay, dann einfach hier diesem Fluss folgen. Hier unten war mein Fishing-Spot. Hier hatte ich mir meinen Aufsichtslagerstuhl hingestellt. Ja. Ja. Bei Prioritäten setzen, ne? Habe ich Kevin schon bei der Arbeit zugeguckt. So ein Ding. Ja. Irgendeiner muss ja von euch arbeiten. Ja, eben. Ich muss ja gucken, dass der das richtig macht. Klar. Ich trage ja die Verantwortung dann. Jetzt muss ich noch ein bisschen drehen. Boah, ich finde es so schwer, ne? Die Dinger da auszurichten. Du machst das schon irgendwie. Es muss ja nicht akkurat da rumstehen, also. In Reihe und Glied quasi. Glied. Er hat Glied gesagt. Dass ich jetzt an den Arsch der Welt renne, nur weil ich den scheiß Schildkrötenpanzer haben will. Und man kann halt nur einen mitnehmen, ne? Ja, leider. Das ist echt kacke. Ja gut, dann kann ich uns heute Abend Schildkröte grillen. Aber jetzt erstmal auch eine finden. Das war ja auch immer so eine Sache. Oh. Wo die Haie waren, hast du gesagt. Das heißt, da irgendwo. Und am Ende gibt es im Winter einfach keine wilden Schildkröten, oder? Im Winter sind die... Na gut, ich kenne es nur mit Hausschildkröten, glaube ich, im Winter, dass man die in den Kühlschrank tut. Was denn? Die in den Gefrierschrank. Ich bringe uns auch noch mal ein paar. Oh, ja, Austern habe ich schon mal gefunden. Fuck, Alter, ich brauche eine Schildkröte. Schildkröte. Es gibt jetzt hier Treibholz. Hä? Ja, okay. Ja, das schwimmt hier im Wasser so rum. Hä? Schildkröte? Ich finde gerade hier keine Schildkröte, Alter. Das ist Belasto.
fuck? Ich brauche Schildkröten. Schildkröten. Ne, aber hier schwimmt gerade wirklich keiner rum. Warum? Ja, das ist sonst immer alles voll mit denen. Vielleicht weiter da drüben. Bin ich zufrieden damit? Ja, ich glaube, das passt. Fragen über Fragen. Ja, wie gesagt, diese Fallen aufzustellen ist nicht einfach. Nee, nee, ich weiß. Habe ich von ja auch. Aber man sieht halt gefühlt auch nicht, wie wo das jetzt ist, weil man auch sieht halt weiß gar nichts. Und, apropos ja. Sehen. Ja, das mit den Schildkröten, das war jetzt für den Arsch. Das heißt, ich kann wieder. Oh, sei es geil, sei nehme ich mit. Kann die Heimreise antreten. Scheiße. Waren da keine? Nein! Ich. Und jetzt wird's dunkel! Oh. Geil. Oh, Muni! Geil. Aber normalerweise. Also hier gibt es auf jeden Fall Austern ohne Ende. Mhm. Hm. Weißt du, was das jetzt für ein Fail wäre? Weißt du jetzt eigentlich, was das für ein Fail wäre, hätte ich noch einen Schildkrötenpanzer da gehabt? Hast du einen oder was? Nein, habe ich nicht. Das wäre ein richtiger Fail, wenn ich noch einen hätte. Hast du jetzt gerade die Musik ausgewählt oder was? Ich habe jetzt ein Radio mitgenommen, damit ich behaupten kann, dass sich die Reise gerade hart gelohnt hat. Ach so. Warum habe ich richtig Bock jetzt mal? Diese Falle auszulösen. Nee, ich warte noch, bis du hier bist. Ich glaube, die müssen nämlich gegen dieses Seil springen. Welches Seil? Ja, bei diesem Wollknäuel da. Bei diesem Wollknäuel. Da ist ja so ein Seil rübergespannt, damit es auch schwingen kann. Und ich glaube, die müssen gegen dieses Seil laufen oder so, damit es ausgelöst wird. Schon 17:53, ne? In Game und es ist jetzt ja, schon es wieder. Wird doch dunkel. Ja, bei Winter, ne? Es ergibt schon Sinn. Mhm. Problem ist, ich habe keine Kondition, Digga. Bist denn du weg noch? Weit. Ja. Weit, weit weg. Mhm. Ich habe jetzt die Holzstämme noch nicht reingeballert, damit du erstmal sehen kannst. Ja, mach doch einfach. Das wird schon okay sein. Jetzt mach einfach. Nix, aber mach einfach. Wenn du sagst. Warum sollte ich dir nicht vertrauen? Das schaffst du schon. Problem ist, ich sehe halt nichts. That's the problem. Und am Ende heulen sie hier rum bei GEMA oder so. Ich hoffe doch nicht. Ach Quatsch. Das wäre schon ein bisschen asozial. Wäre nicht das erste Game, wo sowas passiert. Alter, ist das dunkel hier like Bärenarsch. Gerade den Weg zu finden, was auch nicht so ganz einfach ist, weil Schnee. Ja. Okay, wir gehen. Oh, ich liege. Weil ich gegen die Spike Wall gerannt bin. Ich bin gleich da. So dumm.
weiß noch nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe. Auf welcher Seite liegst du denn? Direkt am Eingang. Ich brauche eine Energieriegel. Jetzt kann ich das Sprinten ja mal komplett abschmatzen. Oh, da hinten ist Festtagsbeleuchtung, da wohnen wir. Also es ist circa jetzt bei der Hälfte. Ah, ich höre dich. Dieses Ah, ich höre dich. Nein. Komm da jetzt raus aus der Ecke, bitte. Da, ja, du hast Holz da vor deiner Hütte. Hinstellen das Radio? Das wäre irgendwie geil. Nee, man kann es nur mitnehmen, man kann es aber nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe nicht mal einen Stock mehr oder so, dass man mal ein Feuerchen machen kann. Hier kann man ein Feuerchen machen, bei dir. So ein bisschen kleines Feuerchen. Kleines Feuerchen. Ich würde aber auch sagen, Ladies and Gentlemen, dass wir... Boah, ist das hier dunkel. Hier auch, aber hier kann man sich so geil hinsetzen irgendwie. So, und dann geht's uns doch wieder besser. Ich finde es irgendwie cool, dass sich die Augen so ein bisschen dran gewöhnen und an die Lichtverhältnisse anpassen. Das hat was. Gut, aber jetzt ernsthaft. Ladies and Gentlemen, damit sind wir höchst offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, positive Bewertung da lassen, wäre ein Träumchen. Ganz wichtig, Videobeschreibung am Steckenpartner Einzel Gaming Triebwerk und der Merch sind verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss mit Ö und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.